Willkommen zurück zu einer kleinen Runde Ark im Double Player. Hallöchen. Was kugelst denn du hier durch die Gegend, Mensch? Ja, ich warte darauf, dass es losgeht. Haben wir etwa was geplant? Also, ich wäre mal dafür, dass wir irgendwann mal losdüsen und mal Obsidian holen. Weil wir davon nichts mehr zu Hause haben. Willst du davor nicht deine Winterrüstung erledigen? Doch, weil das nimmt Gewicht weg. Ach, und schon werde ich wieder in die Base geschmissen. Ja. So, das war der Ausflug. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Haltet die Ohren steif. Das ist mein Spruch. Ja, ich weiß. Habe ich meine Winter... Ach nee, die ist noch... Oh, okay, meine Winterrüstung ist noch in... Er ist mein Vogel. Rain. Ja. Oh Gott. Fein. Das ganze Ding hier wackelt. Ja. Finde ich damit ab. Das machst du doch mit Absicht. Natürlich. Flieg schon mal los mit Psycho. Ja, fliegt schon los. Ich bleib dann hier in der Base und pass auf. Dass kein Scheiß gebaut wird. So. Wie lange brauchst du, um so eine scheiß Rüstung zu wechseln? Ich habe auch noch meine Knarre weggebracht. Achso, das könnte ich vielleicht auch mal noch machen. Naja, siehst du. Und ich leck gerade ein bisschen rum. Das ist kein Grund. Was hast du mit zwei hier denn gemacht? Nichts. Ich habe nur abgestellt. Aha, das nennst du abgestellt? Was habe ich denn gemacht mit ihm? Er steht bei mir auf dem Kopf. Wie auf dem Kopf? Naja, so nach vorne gekippt, wie einmal umgekippt. Bei mir steht er nochmal. Na, okay. Ich bin gerade unter seinen Füßen zum Beispiel bei mir. So. So. Guck mal jetzt endlich. Los geht's! Soll ich dich einfach wieder dran hängen lassen oder willst du dann ein bisschen durch die Gegend düsen? Ich will ein bisschen durch die Gegend düsen. Okay. Ich hoffe, ich lasse euch nicht wieder fallen. Das hoffe ich auch. Aber eigentlich bin ich ja selbst schuld. Ich hätte viel später erst absteigen dürfen. Oder? Das weiß ich gar nicht. Wie das so oder recht ist mit einem Titano. Bin ich nur blind? Wo? Ja, kann sein, dass der bei dir rechts im Schnee, also von uns aus rechts, ein bisschen hoch. Ah, da. Ich guck genau unter uns. Dann hätte ich gesagt unter uns und nicht rechts von uns. Ach. Oh, die kleinen Süßen. Ich bin am Frieren. Toll. Hätte man doch die Winterkleidung anlassen können. Ist auch ein Quetzal. Nicht so viele Quetzal hier. Ach ja. So, da scheint ein bisschen rund zu gehen. Ich mach dann mal Rundflug und schiebe mal ein paar Dinos runter. Alles klar. Sind nämlich ein Haufen Raptoren unterwegs gerade. Ja, ich sehe sie. Ich setze dich jetzt mal vorsichtig. Das ist immer so schwer einzuschätzen. Jetzt! Ich fetze sie mal ein bisschen weg hier. Soll ich Metall auch gleich mitnehmen? Nee, erstmal primär Obsidian. Okay. Wenn dann noch Platz sein sollte, dann können wir uns noch überlegen, ob wir... Wie viele Raptoren sind denn hier? Schön heftig.
Obsidian können wir immer mal gebrauchen. Genau. So, dann werfe ich mal Stein und Metall weg erstmal. Ey, das Obsidian-Farmen ist jetzt super easy mit einem Dödi. Wie viel bekommst du raus aus so einem Felsen? Über 40. Nicht schlecht. Mich würde mal interessieren, hau mal gegen Metallblock, wie viel Metall du bekommst. Würde mich nochmal interessieren. Bin ich gerade ein bisschen vollgeladen? Ich kann nochmal kurz, warte. Warte, nee, passt schon. Warte, ich mache jetzt hier den Metallblock. Oh. Das war doch ein Metallblock. Ja, okay, also kriegt er keinen Metall. Aber aus Obsidianblöcken kriege ich 4 Metall. Oder 50, 60 Metall immer. Ich nehme nur mal das erste Obsidian ab. Ja. Moment. Kannst du mal noch ein bisschen näher zur Weiche laufen? So? Perfekt. Und ab die Post. Hinten ist ein T-Rex. Ich hoffe, es ist ein T-Rex. Oh ja, sieht schon danach aus. Soll ich einfach mal querbeet alles abgrasen hier, ja? Ja, genau. So alle Obsidianblöcke. Oh nein. Hast du Obsidian weggeworfen? Ja, aber ich hab's. Na toll. Einmal ich hab's mit Profis doch wieder. Arbeiten. Ich kann meine Fehler aber schnell wieder gut machen. Komm dir nochmal was abnehmen. Aber ich bin doch noch gar nicht voll. Ja, sind doch schon wieder fast 300. Hallo, bei hier, mein Freund. Ich weiß auch nicht, also nur mal so 200, 300 maximal, dann sind wir eh schon voll. Dieser kleine Dödi kann so viel tragen, das ist so heftig. Was hat der 500 als Kapazität? 670. Nur. Das ist ein bisschen was. Und 600 Millidamage. Warte, ich bin gerade im Dings drin gewesen. Geht nicht. Kann ich zuschlagen. Lass mich runter. So. So, einmal noch Müll raus bitte und dann sind wir voll. Okay. Gut. Wie viel hat er jetzt noch drin? 215. Ja, da haben wir noch auf alle Fälle ein bisschen was bekommen. Ja. Sehr gut. Ein bisschen Obsidian. Damit. Läuft. Ganz schön neblig. Das ist bei dir ist bestimmt wieder Sonnenschein, oder? Mm, ja, wobei. Nö, aber auf der Seite ist neblig, ja. Auf der Seite nicht. Hell und die dunkle Seite des Lichts. So, dann bringen wir das Zeug mal nach Hause. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, was er für Polymer noch braucht. Wahrscheinlich zum Ending heißt. Eventuell könnte man mal noch irgendwie losfliegen. Ein, zwei Biberdämme plündern oder so, noch mal ein bisschen zum Ending-Fest holen. Okay, kann man machen. Ich sehe nur, weil hier ist Fot, ich würde mir gern den Titanosaurus mal anschauen. Und man kann von denen nur bis zu 3 tamen, ja. Ja, also das Limit auf der Map ist bei 3 angeblich. Also ausprobiert habe ich es jetzt noch nicht. Es tut mir leid, aber. Na, ist ganz schön schwach. Angeblich können halt nur bis zu 3 auf der Karte gleichzeitig sein. Egal ob getamed oder wild. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo willst du das Ding hinstellen? Stell dir mal vor, wir tamen das jetzt. Das ist ja größer als unsere Base. Ja, das stimmt.
Das ist ein Halbwache von dem Giganotor. Und mit dem ist es schon schwer, den irgendwo unterzubringen, vernünftig. Ja, ist wir ja haben ja aber keinen. Nein, aber ist ja mit dem T-Rex schon sehr unhandlich. Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr unhandlich. Die nächste Stufe ist dann nochmal ein Bronto. Da müssen wir auch mal gucken. Der hat eigentlich keinen Platz in der Base. Da würde ich vielleicht unten am Strand hier zwischen den beiden Felsklippen irgendwie... Apropos Bronto, ich muss mal gucken, wie viel Dings wir haben. Kibbel? Ja. Ja. Ne? Ne? Ach, weißt du, ja, dass wir da irgendwie auch so eine Art Stall hier links vom Turm noch reinbauen, dann für den Bronto? Wo okay. wir den reinstellen. Wo können wir einen Stall bauen? Zwischen den beiden Felsklippen. Irgendwie. Das stimmt, das wäre ganz cool, ja. So, jetzt muss ich wieder irgendwie vernünftig abgesetzt bekommen. Wie hoch sind wir denn? Na, noch ein bisschen runter, wenn es geht. Ach, mach einfach. Also weiter geht's. Ja. Weil ich im Kombi-Stall bzw. Affenstall hing. War doch alles gut. Die hat schon Leben. Wohin? Fabricator? Ja. Gut, dann schau ich jetzt auf jeden Fall noch, wie viel Primary Jerky wir schon haben. Jo, dass wir mal die Carbonemis-Kibbel fertig kriegen. Damit wir vielleicht auch mal unseren ersten Bronto uns tamen können. Mhm. Na, so viel zu Mending Fest ist es gar nicht mehr. Wir haben das Metall. Durch die ganzen Metall-Railings ganz schön viel draufgegangen. Langsam. So. Naja, 5 und 6 Eier, also ist es fertig, eigentlich. Also Psycho ist leer, den packen wir nachher noch weg. Also auf Deutsch, wir holen uns bei Gelegenheit den Bronto. Auf Deutsch, wir holen uns bei Gelegenheit den Bronto. Welches Level war der? Ich weiß es schon wieder. 44. 44, wow, was braucht der an Zeit? Was ist noch? Da habe ich gar keinen Peil mehr, da musst du schauen. Magst du schauen, weil ich kann hier immer so schlecht raustappen. In der Aufnahme macht sich das nicht so gut. Mache ich gleich, dann passt du hier beim Essen auf, bei den Kippe, die kochen. Was muss ich denn da groß aufpassen? Wasser noch füllen, oder? Ja. So, dann tappe ich mal raus und dann schaue ich. Mach auch mal an, gell? Naja, ja. Das dachte ich mir, dass du das anmachst. Du weißt, dass wir mehr als 4 Waterskins haben. Es sind aber immer die 4, die ich benutze. Ja, aber du kannst ja noch einen 5. reinhauen, wenn es eh nur 5... Ja, ich habe gerade mal die Kohle rausgetan. Also ein 50er bräuchte mit Kippel 1,5 Stunden fast. Normalzeit. Normalzeit. Also sprich die Hälfte von bei uns. 1,5 Stunden. Boah, 45 Minuten, das geht eigentlich. Das wäre eigentlich voll okay. Finde ich. Ja. Die Frage ist eher, können wir schon einen Bronto-Sattel lernen? Beziehungsweise kannst du ihn schon lernen? Das Problem ist, ich glaube, unsere Kippel reichen nicht komplett aus für... Was braucht der 50er? Wie viel Kippel? Der 50er braucht... Warte... 88. Wir haben... 37, 36, ich weiß es nicht. Was frisst er denn dann als nächstes gern? Vegetable wahrscheinlich. Ja, Vegetables. Und es braucht aber gleich 7 Stunden, wenn man es nur mit Vegetables macht. Obwohl Vegetables, Mayo-Bären und normale Bären nehmen sich gar nichts von der Zeit. Okay. Die sind gleich schnell. Alle. Also Level 44. Level 44 ist er. Wie viel braucht der 30er? Der 30er braucht nach Liste 63. Ja, dann reicht's ja... Ja, noch nicht.
Zumindest nicht für den 44er da hinten. Ja, es wird eher knapp, ha? Ja, es wird nicht knapp, da fehlen ein paar. Aber für einen 30er, 63. Genau. Das sind ja schon 31 für einen 30er. Naja, und 37 haben wir. Ach, wir haben sie mal. Ach so. Na, wir haben 31, glaube ich, jetzt in der Truhe. Und 6 sind's nochmal. 31 haben wir und 6 kochen gerade. 37, na gut. Könnte schon knapp werden. Ich weiß es nicht. Aber so, es ist halt super knapp. Ist noch eins fertig? Ich habe gerade... Nee, ist kein zweiter fertig. Okay, na dann packe ich... Ein Ei ist es nämlich noch, gell? Genau. Und dann packe ich das Zeug erstmal wieder in den Kühlschrank. Na, vielleicht kommt ja noch ein Ei. Kommt, ihr Schildkröten. Ein Ei noch. Sigrid, Gudrun, Hilde, los! Ja, ich könnte jetzt böse sein, aber das wäre halt wirklich böse. Was wolltest du sagen? Ja, wir nehmen einfach Low Carb, lassen ihn einmal mit jeder seinen Spaß haben, dann hätten wir nochmal 3 Eier. Das ist verdammt böse. Nein, das machen wir nicht. Okay. Hallo, die paar Damen hier, die Armen. Low Carb ist nur einer versprochen. Ich pack mal Psycho runter. Oh ja. Kohle ist oben in der Kiste, gell? Ganz jo, die schwarze beim Generator. Hä? Oh, ich habe Wasser verloren. Passiert. Was hast du verloren? Nix. Lebt Psycho noch? Ja, der schwimmt. Der fühlt sich pudelwohl da. Der fühlt sich pudelwohl hier im Wasser, guck. Dem geht's super. Sei froh, dass ich nicht hinterherkomme. Kampfzwerg-Alarm. Vor allem, wenn du jetzt anfängst zu schlagen, schlägst du erstmal Psycho. Ja, deswegen schlage ich ja noch nicht zu. Du hast mich gerade schlagen wollen mit meinem Psycho. Ich weiß aber, dass ich dich dabei nicht verletze. Mit meinem Psycho? Ja. Du Schweinchen. Komm doch her. Oh, Galoppa kriegt voll viel Dings drauf. Leben. Mit einmal. Und dann triffst du. Wenn ich wegen dir Dinos treffe, ist mir das voll egal, gell? Boah, bist du scheiße. Hör auf mit dem Kackfei. Jetzt. Du hast angefangen. Du spitzt wohl. Wenn nicht, darfst du reparieren. Das kannst du aber ganz schnell abknicken. Das kannst du machen. Außerdem ist sie noch kaputt, seitdem du reingeschossen hast. So, na gut. Bevor hier jetzt auch noch jemand stirbt, würde ich sagen, machen wir mal Schluss an der Stelle. Ja, nein, vielleicht, halt's Maul. Ja, können wir ruhig machen. Wo bist denn du jetzt? Ich bin beim Katzenstall. Was hast du vor? Ja, okay. Hat ja super geklappt. Ich dachte, es fliegt weiter als gut. Nee, du musst es in Quickslot packen. Dann fliegt es irgendwie weiter. Na, dann esse ich es bestimmt. Ja, glaube ich das wohl. Na, wenn du die falsche Taste drückst, dann ist es ja. Wenn du die richtige drückst, wirfst du es weg. Na, und ich drück die falsche. Ja, du darfst halt nicht die Taste selber. Achso, nee, warte mal, wie ging denn das? Ja. Was? Ich hab's gedroppt und ich dachte, es fliegt weiter. Aber ist egal. Gut, Leute, wir sind fertig mit der Folge. Jo, genau. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüssi.